Und da sind wir wieder bei Die Sims 4 zurück. Unser kleiner Trumpsto Junior ist noch in der Arbeit und arbeitet noch 6 Stunden. Bisschen mehr als 6 Stunden. Ich glaube, bis 17 Uhr muss er. Ich musste gerade das Spiel neu laden. Ja. Was habe ich für euch für eine Aufgabe? Ihr könnt mir sagen, spiel mir hier einen einfach auf, wirklich, soll ich sagen, dass wir die Zeitschleife einschalten, das heißt, dass er auch älter wird. Ich habe das momentan deaktiviert. Oh, ist auf Pause. So, dann geht es mal hier weiter. Und ja, wann wir uns eine Frau suchen, sie anmachen, auf welche Fertigkeiten wir uns konzentrieren werden. So, er ist wieder zu Hause und wurde nicht befördert, das war klar. Wir sind auch noch nicht hier fertig. So, er muss schlafen. Nach dem Schlafen muss er essen, dann wieder aufs WC und duschen muss er auch. Dann können wir die Dusche gleich eingeben. Den Kühlschrank muss ich auch mal reparieren. Der raucht ja als wir. So, er ist inzwischen aufgestanden wieder. Wie lange habe ich Zeit? 8 Stunden. Das wird eng. So, zu Abendessen. Hier, mach das. Tolle Dusche ist jetzt kaputt. Das hat ja gerade gefehlt noch. So, duschen. Na toll, säubern. Und dann auch duschen. Ist also zum Glück nicht kaputt, die Dusche. Wie lange habe ich noch Zeit? 5 Stunden. Da muss er dringend aufs WC. Na, werden wir nicht befördert werden. Toll, das Teil ist kaputt. Oh, musste das sein? 3 Stunden. So. Und dann kannst du die restliche Zeit noch spielen. Zuflucht. Und das machen. Und dann geht's eh zur Arbeit. So, jetzt muss er gleich zur Arbeit. Und stopp. Dann werden wir das abbrechen. So, wenn er nach Hause kommt, kann er das gleich entsorgen. Kann ich nicht eingeben. Solange er weg ist, kann ich nichts eingeben, was er machen soll, wenn er zu Hause ist wieder. So schnell ist mal er da. Hat eine komische Arbeitszeiten. In 16 Stunden schon wieder. So, er ist müde.
Weg damit und dann programmierst du. Oder? Nee, musst zuerst schlafen gehen. Weil dann muss ich eh aufs WC verwenden. Dann darf er sich was kochen. Ist schon aufgestanden. So, zum Abendessen. Und dann können wir noch programmieren. Hoffentlich. So, programmieren üben. Ist die Dusche echt kaputt? Ist schon wieder dreckig. Jetzt ist sie kaputt. Na toll. Nee, die kann ich erst dann später herrichten, wenn das Level abgeworden ist. Braucht nämlich nur noch das Level und dann wird er schon wieder befördert. Perfekt. Oh, reparieren. So, 5 Stunden. Wenn er das repariert hat, dann kann er es auch gleich selber. Das kann er auch gleich reparieren. Ach, das Waschbecken ist kaputt. Ja, alles nach der Reihe kaputt hier. So, 3 Stunden. So, hat er das Waschbecken reparieren. Hier, Teilblendern. So, stopp. Wegwerfen. Aufwischen. Und dann ist er eh auch schon. Muss er eh schon zur Arbeit. So. Beziehungsweise kann er sich noch selbst irgendwie beschäftigen. Rechnung haben wir keine. Und da ist er schon auf dem Wege in die Arbeit. Dabei trinke ich einfach kaputtes Telefon. Vertreter finden. Okay. Er wurde nicht befördert. Ach so. Er ist auch noch nicht zu Hause. Hier muss er befördert werden. Ist ja alles erfüllt und selbst in der Beförderungsleiste war schon der Haken drinnen, dass ich befördert werde, sobald ich alles habe. So, wie lange muss er bis 17 Uhr muss er immer? Also ich habe das Gefühl, bei Sims 3 hat man mehr Zeit beim Arbeiten dennoch. Dann war es nicht richtig so eng gemacht, das Ganze. So, gleich ist er dann zu Hause.
In einer knappen halben Stunde. So, nur noch ein paar Minuten. Dann hat er für heute auch wieder sein kleines Geld verdient. Und da ist die Beförderung. So, stopp. Schlafen. Er muss dringend schlafen. Okay. Dann gehst du gleich mal schlafen. In 3 Tagen. Das ist ja fein. Oh. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Muss ich jetzt wieder arbeiten? So, das will ich mir angucken. Aber der schlafen geht, lese ich hier. Ramster wurde befördert und ist jetzt Projektmanager. Pipapo und 73 Sim-Dollar pro Stunde verdient er. 67 Sim-Dollar haben wir als Belohnung bekommen und der Hipster Hogger irgendwas. Was haben wir für eine Arbeitszeit jetzt? Beginnt am Montag um 9 Uhr, okay. So, von 9 bis 17 Uhr. Das Arbeitszeit ist also gleich geblieben. So, was brauche ich jetzt alles? Das nächste Level. Stopp mal hier. Und was muss ich machen? 3 Plugins muss ich programmieren. Er ist noch immer müde? Der hat doch geschlafen, oder nicht? So, geh schlafen. Nach dem Schlafen hat er wieder einen Hunger. Haben wir eine Rechnung zum Zahlen? Nee, im Moment nicht. Wir könnten mal die ganzen Möbel ein bisschen aufmöbeln, sag ich mal. Oder sparen wir das Geld generell für ein neues, eigenes Haus? Sagt mir, was ich dann tun soll, Leute. So, er muss zumindest zuerst mal aufs Töpfchen. Dann will er frühstücken. Dann braucht er eine Dusche. Ich komme überhaupt in keinen grünen Bereich mehr mit der Laune. Also habe ich hier 3 Tage. Bis dahin möchte ich zumindest das Level habe im Programmieren. So, spielen. Zuflucht. Gewinnt in der Spaß sehr schnell nach oben. So. Dann programmieren. Programmieren üben. Plugin. Brauchen wir 3 davon. So. Spaß ist voll. So, das erste hat er fertig. Ohoho. Getränken, Glub trinken. Ah, damit kann ich Kohle verdienen. Cool. So, duschen. Und dann kann er chatten. Oder kann ich ihn anrufen? So. Nö. So, chatten. Hm.
So, in 2 Tagen. Jetzt brauchen wir nur noch das Level fertig machen. Was haben wir hier? Buch zu Ende lesen, das könnte ich auch mal. Ich muss ja auch ein paar Sachen machen, dass ich hier Punkte kriege. So, Essen, zu Abendessen. Zack. Nach dem Essen muss ich wieder aufs WC. Warum kann ich keinen anrufen? Okay, ich bin schon schlafen gegangen. Ich glaube, ich kaufe einfach mal so eine stinknormale Pflanze. Vielleicht kann ich mit der auch reden. So, Möbeln. Komfort. Und Ambiente ist das nicht. Elektronik, Kinder, Beleuchtung, Deko vermutlich. So. Huch, so ist es zugeklappt. Mega Blumentopf. So ein kleiner. Hier ist größer. So, den stellen wir hier hin. Und dann kaufe ich mir noch einen. Ja, der ist auch schick. Da stehe ich mir ins Schlafzimmer. Da fehlt ein Blümchen. Okay, kann ich hier nicht. Könnte ich hier hinstellen. So. Hat ein bisschen Deko auch noch. Okay, mit denen kann ich nicht quatschen. So. Dann aufräumen. 0 Inventar. Hatte das Buch noch ein Inventar irgendwo rumschwirren? Mysteriöse Zeitkapsel, was habe ich da alles eingesteckt? So, das kannst du mal zu Ende lesen. Falls er das noch nicht zu Ende gelesen hat. So. Brieffreunde finden. Was haben wir hier? Energiegeladenes Deko 3. Klingt doch irgendwie nett. Kann ich hier mitten am Tisch hinstellen. So, was haben wir hier? Ja, mach dir was zum Essen.
So, programmieren. Programmieren üben. Muss ich weitermachen. In 19 Stunden ist es schon wieder soweit. So, derweil gucke ich in Inventar weiter, was wir alles haben. Was ist das? Glücke, um Stapel zu öffnen. Achso, das ist ja was zum... Ja, genau das halt. Teil für den Kühlschrank. So, öffnen. Lansky, Pilze, so, was haben wir hier noch? Und ein paar Möhren. Ja, stopp, man muss in den zur Arbeit. 12 Stunden. Das heißt, ein bisschen schlafen. Anscheinend hat er sein Level gemacht, ja. Ein besseres Bett könnte ich gebrauchen, dass er schneller schläft oder so. So, aufstehen. Man muss jetzt was essen. Schnelle Mahlzeit essen. Orangensaft. Hallo, kannst du nichts Richtiges kochen? Kocht ihr das mal? Na toll. Ist das Teil auch noch im Arsch. Wo ich dringend pinkeln muss. Wie lange habe ich noch Zeit? 5 Stunden, okay. Kann ich das noch richten? Repariere das verdammte WC hier. Okay. So. Ja, es ist mir egal, was du machst. Was macht er eigentlich? Zocken. Dass er die Zeit eigentlich sinnvoll nützt, macht er mein Handy jetzt. Spiel spielen. Er ist nur am Zocken. Statt dass er einfach hier chatten geht. So. Oh. Brief schreiben an. Um Bosskarten bitten. Okay. Hier, check das mal. Macht jetzt wieder Chat, okay. Dann soll er chatten. Also Briefkontakt ist irgendwie schwachsinnig, das bringt nicht wirklich was. Zumindest werde ich dann am Dienstag befördert wieder.
Das wird ja noch was werden. Aha. Unter Druck. Hier, überstanden. Okay, wir sind wieder fein im Zeitplan. Klein, was? Aha. Und Rechnungen sind eingegangen. Unser kleiner Gwolf hat echt miese Laune. Vermutlich wird er heute nicht gleich befördert. Ja, wann kommt er nach Hause? Gleich. So, da ist er. Oh mein Gott, das ist ja alles schlafen. Okay, schenken wir halt die Bude voll. Man muss wieder auf in 14 Stunden. So, duschen. Und dann brauchen wir das WC und Essen. Was macht der schon wieder? Der duscht der schon wieder? Er hat sich angepisst. Oh mein Gott, der Lappen hat sich angepisst. So. Und jetzt braucht er Spaß. Der stinkt schon wieder? Wieso stinkt der ständig? Hier, geh duschen. Ist sie kaputt oder was? Oh, ich kann sie verbessern in was? Ja, gehst halt nochmal schlafen. Ist halb so wild. Werden dann eh befördert. So, dann gehst du noch mal aufs Töpfchen. Oh, er muss jetzt schon zur Arbeit, okay. Dann gehst du nicht aufs Töpfchen. So, die Zeit ist schon wieder um. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.